meine Damen und Herren, es gibt keinen Werkstoff, der die Temperatur langsamer verändert wie Holz. Und wie ich das begriffen habe, war ich so glücklich. Nicht nur wegen einem Zertifikat, das habe ich gehabt, aber ich habe gewusst, jetzt kommt was ganz Großes. Da habe ich gewusst, wenn das Holz so langsam seine Temperatur verändert, dann werde ich eines Tages Häuser bauen, die haben eine Klimaanlage ohne Maschine. Ohne Maschinen drin. Eine Utopie? Überhaupt nicht. Und ich war ja Bergführer. Ich habe es ja erlebt, dass wir mit unseren Mondholzgeschichten im Winter aufgestiegen sind und im Dezember Bäume umgeschnitten haben, so dicke Fichten oben und Lärchen, bei minus 20 Grad. Und dann habe ich selber mit der Motorsäge reingeschnitten und dann ist der Baum gefallen und dann schaue ich auf diese Stirnfläche und der ist am Rand so 10 cm reingefroren und in der Mitte nicht einmal gefroren, obwohl es da schon Tage und Wochen minus 20 Grad gehabt hat. Und diese Eigenschaft der langsamen Temperaturveränderung, die muss man technisch nutzen können. Das muss man nutzen können. Ich kürze jetzt die Technik ab, sonst sitzen wir morgen noch da. Ich habe dann nach vielen Versuchen und Labortests und nachdem wir selbst viel gelernt haben, Jahre später in meinem Sägewerk, in meinem Mondholz-Sägewerk, wo es nur Mondholz gibt, einen Besuch gehabt. Da kommt ein Mann, das haben wir gleich gesehen, das ist keiner vom Land, und hat sich vorgestellt, ja, das kennt man manchmal, und hat sich vorgestellt und gesagt, er ist der Direktor Kininger, der Chef vom österreichischen Filmarchiv. Da habe ich gesagt, bitte erklären Sie mir, was die Österreicher da haben, das weiß ich nicht. Er sagt, das haben nicht nur die Österreicher, das haben andere auch, haben die Deutschen auch. Das Filmarchiv ist der Ort, an dem alle historisch wertvollen Nitrofilmrollen aus der Anfangszeit der Filmerei mit den wichtigen Dokumenten von historischen Ereignissen und so weiter aufbewahrt werden. Aber Nitrofilmrollen aufbewahren, das ist keine einfache Sache. Das Zeug ist explosiv, Nitro, das ist selbstentzündlich und bei Temperaturen so von 5, 6, 7 Grad beginnt es sich zu zersetzen. Hören Sie hin, lösen Sie sich auf. Und vorher haben Sie es in einem Betonbunker gehabt, in Wien, und da hatten Sie das Problem, dass die Ausgasungen der Filmrollen im Beton drinnen das Eisen aufgefressen haben. Jetzt hat er gesagt, ich brauche ein Archiv, das säurebeständig ist, wo es das ganze Jahr 3,0 Grad Celsius hat. 365 Tage rund um die Uhr. Niemals 3,5 oder 2,5, 3,0. Gut, sage ich, säurebeständig, kein Problem, das können wir sofort, das sind wir. Und drittens hat er gesagt, hat er einen Traum. Ob ich glaube, sagt er, das ist der Grund, dass er extra hergefahren ist. Ob ich glaube, dass das geht. Und sage ich, was ist Ihr Traum? Dann sage ich, ich möchte nicht, ich weiß, dass das viel Energie braucht, diese Klimatechnik, ich möchte nicht, dass für meine Filmrollen, die ich so liebe, oder wortwörtlich gesagt, schön, gell? Wenn jemand seinen Beruf so gern hat, muss man sich vorstellen, was das für Kraft ist, dass für meine Filmrollen irgendwo ein Atomkraftwerk laufen muss. Dann haben wir gedacht, aha, er hat eine Umweltgesinnung. Wie meinen Sie denn das? Habe ich gesagt. Dann sage ich, geht das nicht, dass man es baut, ohne dass man Energie verbraucht, von außen? Das ganze Jahr 3,0 Grad. Das steht in Wien im Weinklima. Da hat es einmal, wenn da die Sonne hingeknallt im Hochsommer auf die Fassade, da kriegst du am Tag 70, 80 Grad zusammen. Also schon eine Kühllast und eine Heizlast. Dann sage ich, da müssen Sie mir eine Woche drüber schlafen lassen. Eine Nacht ist zu wenig. Und nach einer Woche habe ich angerufen und gesagt, Herr Direktor, ich glaube, wir können das. Und nach einem Jahr haben wir es gebaut. Jetzt müsst ihr dir eigentlich die Foto zeigen, schon langsam, da war es drauf, gell? Sollen wir mit die Foto? Findest du das? Da musst du jetzt ja durchfahren, doch das habe ich schon alles erzählt. Ich sage Stopp, wenn das Filmarchiv kommt. Weiter, weiter. Das ist es. Das ist es. Vor 4 oder 5 Jahren haben wir es gebaut und dort drinnen hat es seither 3,0 Grad, nachdem die Filme dort drinnen Millionen Euro wert sind,
wird die Temperatur rund um die Uhr aufgezeichnet und alle Klimadaten. Und es wurde noch nie eine Kilowattstunde Energie eingebracht von außen. Da gibt es keinen Stromanschluss, kein Gas, kein Öl, kein Biomasse, gar nichts. Nichts. Energieautark. Es macht nur das Holz. Jetzt habe ich Gott sei Dank Architekten da und Techniker und Handwerker, die schütteln alle den Kopf. Wissen Sie warum? Weil wir noch den Fehler machen, Sie haben es eh gehört, ich habe größten Respekt vor unseren Universitäten, wirklich. Ohne die könnte ich überhaupt nicht hier stehen. Aber eines vergessen die immer. Man sollte zum Beispiel einen Bauphysiker oder einen Studenten, der sich mit Klimatechnik befasst, niemals das Abschlussdiplom geben, bevor er nicht eine Woche im Wald war. Es geht gar nicht. Weil wenn Sie nur einen Tag in den Wald hinausgehen und einen Haufen der roten Waldameise suchen, dann können Sie dort mehr lernen wie von jedem Physiker der Welt. Und das war der Grund, warum ich mir drüber traut habe. Weil den habe ich gekannt, die war ja Waldesel. Als Förster. Und ich habe eines gewusst. Die rote Waldameise, das ist so ein Haufen da draußen, da gibt es in der Mitte eine Brutkammer, die Wiege. Der Ort, wo die Mütter die Kinder großziehen. Der wichtigste Platz für das ganze, für diese ganze Gesellschaft. Und dort drinnen in dem Raum ist was ganz Unglaubliches. Dort schwankt die Temperatur nie. Die haben eine Klimaanlage, die haben immer die Temperatur vom Eierlegen bis zum Ausschlüpfen, das ist ja bei denen ein permanenter Prozess, die sind ja da eifrig. Immer eine konstante Temperatur. Wurscht, ob es draußen auf den Haufen draufschneit, im Sommer im Gebirge gibt es das, oder ob die Sonne hinbrennt. Das ist immer konstant. Schwankung maximal 2 Grad Celsius. Das habe ich gewusst. Und ich habe auch gewusst, dass Ameisenhaufen keine Stromleitung haben und keinen Öltank. Und ich habe gewusst, es gibt nur ein Problem. Ich muss Wissenschaftler finden, die so verrückt sind, dass sie sich darauf einlassen, die Klimatechnik des Ameisenhaufens nachzubauen. Und die habe ich gefunden. Institut für Thermodynamik, Universität Graz. Also kein Schimpf, kein Hohn auf die Universitäten. Aber diese Vorlagen der Natur, diese Bionik, die ist besser wie alles andere. Wir müssen die Arroganz ablegen, dass wir Dinge, die in der Schöpfung sich über Jahrmillionen bewährt haben, neu erfinden wollen. Ja, und das funktioniert. Und natürlich, das haben wir mit der Ministerin, der Politiker sind dann alle dabei eröffnet und gefeiert und die Presse hat drüber geschrieben und toll. Aber freilich ist es doch ein bisschen akademisch, weil Sie und ich, wir sind ja keine Filmrollen, wir sind ja Menschen. Und eigentlich hätte ich schon mal gern gemacht in einem Gebäude, wo Menschen drinnen sind. Das ist nochmal das Filmarchiv von vorne. Und ich habe dann ein Jahr später, ist ein Mann zu mir gekommen, der hat gesagt, er ist von Kitzbühel. Kennen Sie Kitzbühel? Skifahren. Skiort, Kitzbühel. Der Bürgermeister von Kitzbühel, der ehemalige, jetzt ist er nicht mehr. Der hat gesagt, ja, der war Bürgermeister. Und der hat gesagt, pass auf, ich bin in Kitzbühel ein Rechtsanwalt, ich habe die größte Anwaltskanzlei, aber ich habe auch ein schönes Baugrundstück und ich baue da ein Bürogebäude, das ist 6.500 Quadratmeter groß und das werde ich verkaufen und vermieten. Und ich habe gehört, du kannst das mit Holz machen. Sag ich, super, so einen großen Bau mache ich gern. Sag ich, ja, aber deswegen bin ich nicht da. Ich bin da, weil ich gehört habe, dass du das machst, dass das vielleicht geht, dass meine Mieter für die Heizung nichts mehr zahlen brauchen. Dann habe ich die Ohren gespitzt, der hat vom Filmarchiv gelesen und gesagt, weil wenn ich zu meinen Mietern sagen kann, bei mir brauchst du für die Heizung und fürs Kühlen nichts zahlen, dann kann ich es besser vermieten oder verkaufen. Dann sage ich, ja, das ist so. Aber ich werde das nicht um einen gleichen Preis machen, wie wenn du das betonierst. Da sagt er, ja, ich habe eh ein Angebot, das haben wir schon alles durch. Vom Baumeister ein Angebot da, dann hat er mir die Pläne auf den Tisch gelegt für dieses Ensemble, das ist nur die Simulation, und hat gesagt, was kostet das? Und sagt er, schau, knapp 11 Millionen, 10, irgendwas Millionen Euro, hat er fix und fertige Komplettangebote. Sagt er, das zeige ich dir auch, wir tun nicht herum. Was du machen kannst, dass man ohne Heizung fahren,
dann kannst du es bauen. Dann, aber sag mal, was es kostet. Dann sage ich, 14 Tage brauche ich. Nach 14 Tagen habe ich ihn angerufen und gesagt, das ist anders wie hier. Das, man muss das aber genau verstehen. Bei uns sagen die Leute sofort du. Deshalb sind sie aber nicht dein Freund. Noch nicht. Nein, ist wirklich so. Also das ist ganz normal, du kannst in Kitzbich reingehen und sagen, Servus Bürgermeister. Aber es heißt noch lange nicht, dass er dein persönlicher Freund ist. Und ich habe angerufen und gesagt, du Bürgermeister, 1,5 Millionen musst du mehr auf den Tisch legen, kriegst du das. Dann hat er gesagt, du weißt, ich bin ein guter Anwalt, die Verträge schreibe ich. Sag ich, ja, schreiben wir mal, schauen wir es an. Und dann hat er mir Verträge auf den Tisch gelegt, da ist drinnen gestanden, dass er seinen Mietern das ohne Heizkosten vermietet und verkauft. Und dafür hat die 1,5 Millionen mehr zahlt, diesen Kaufpreis. Und dass ich alles bezahle, was nicht funktioniert. Und dann habe ich hingeguckt und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben. Dann haben wir es weiter und haben es gebaut. Nochmal. Geht's weiter? Achso, du musst da so durchklicken. Das ist in der Bauphase. Das ist so ein L-förmiger Komplex. Und noch eins weiter. Und das hat mich dann gefreut, nachdem er es 2 Jahre im Betrieb gehabt hat, hat er mir diesen Brief geschrieben. Der Dr. Wendling heißt der. Und er hat geschrieben, in dem Winter 2010-11 und 2011-12 waren die Heizkosten in der Achineo, so heißt das Projekt, null. Null ist nichts. Bezahlt hat er nur die Schneeräumkosten, die Versicherung und die Grundsteuer. Das hat er zahlen müssen. Das kann das Holz nicht ersetzen. Das muss man zahlen. Eh klar. Und er hat es dann beschrieben, jetzt geht oben, das ist 10. Die Kosten für die Beheizung der Räume, Geschäftslokale und Büros waren gleich null. Die Energiekosten für das Betreiben unserer Wärmepumpen. Wir haben Wärmepumpen gebaut, Tiefenbohrungen, die mit dem Sonnenstrom vom Dach laufen. Finito. Das ist es. Und die Mieter zahlen wirklich null. Geht sie aus. Aber anders wie beim Filmarchiv, beim Büro, wenn in der Früh alle ins Büro gehen und gleichzeitig ihre Elektronik einschalten, da hast du so eine Spitzen, da haben wir einen Spitzenausgleich übers Netz. Das war hier schon nötig. Aber in Jahressumme, die zahlen für die Energie nichts. Das geht sich aus. Also wenn Ihnen jemand erzählt, eines Tages, dass wir Menschen es auf dieser Welt nicht leicht haben, weil wir Mangel haben, das hören wir ja immer, Sie lesen ja die Zeitung, da steht drinnen, wir haben Energiekrise, weil wir zu wenig Energie haben. Dann sehen Sie nur an dem kleinen Beispiel, was das für Blödsinn ist. Wenn wir es richtig machen und von der Ameise lernen, die viel intelligenter ist wie wir offenbar, dann können wir unsere Häuser bauen, ohne dass irgendwo irgendwelche sonderbaren Kraftwerke benötigt werden. Oder wenn Ihnen jemand sagt, wir haben Rohstoffkrise, wenn ich das schon her. Jetzt geht uns ja Kupfer und Mangan und Kobalt, alles geht uns aus, hören wir. Diese Edelmetalle. Weil jetzt die Chinesen und die Inder wollen auch ein Radio und dann hat es geheißen ein Auto und die wollen auch Wohlstand. Nicht nur wir in Amerika und Europa. Und jetzt gehen die Edelmetalle aus. Haarsträubend. Haarsträubend. Uns wird ständig gesagt, diese Welt verträgt so viele Menschen nicht. Zumindest so viele Menschen, die einen Wohlstand haben wollen. Das wird uns erzählt. Haben Sie sicher auch schon gehört. Dazu ein kleines biologisches Beispiel. Auf der Welt sind ungefähr 7 Milliarden Menschen. Der Durchschnittsbürger, schätze ich einmal, wiegt 70 Kilo. In Asien sind sie ja leichter wie da bei uns. Aber darum schätze ich mal 70 Kilo. 7 Milliarden mal 70 Kilo, ganz grob 490, sagen wir, gibt 500 Millionen Tonnen Lebendgewicht an herumlaufenden Menschen. Ist leicht auszurechnen. Haben Sie gewusst, gnädige Frau, haben Sie gewusst, dass man das Lebendgewicht der Ameisen ausrechnen kann? Haben Sie nicht gewusst, gell? Und haben Sie gewusst, dass alle Ameisen auf dieser Welt, Ameisen und Termiten, ungefähr 6 bis 7 Mal so schwer sind wie alle lebenden Menschen? Das Reich der Insekten unterschätzen wir immer. Immer, die siehst du nicht, aber die unterschätzt total. Nicht an der Zahl, an Gewicht, an Millionen Tonnen lebender Ameisenmasse gibt es
5, 6 Mal mehr wie Menschen. Haben Sie gewusst oder haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass man uns Menschen nachsagt, dass die Erde so viel nicht verträgt, weil wir alles zusammenfressen und so viel nicht da ist? Aber von den Ameisen hat noch nie jemand geredet, dass die zu viel werden. Also liegt das Problem nicht darin, dass wir zu viel sind. Das Problem liegt darin, dass wir das falsche Konzept haben. Dass wir alles tun, um von der Natur nicht zu lernen. Bitte nehmen wir das Beispiel der Bauwirtschaft, weil wir schon beim Bauen sind. Niemand bewegt mehr Masse, mehr Logistik wie der Wald. Aber im Wald draußen gibt es keinen Müll, keinen Abfall, gar nichts. Drei Zahlen aus der Bauwirtschaft. Hier sind wir in einem schönen betonierten Raum. Um Beton herzustellen, brauche ich Zement, Kies, Stahl und jede Menge Bauchemie. Die Zementindustrie dieser Welt braucht viel Energie, Zement muss gebrannt werden. Die Zementindustrie stößt jedes Jahr 3,5 Mal mehr CO2 aus wie alle Flugzeuge der Erde. Wie die ganze Flugindustrie. 3,5 Mal mehr. Nur Zement, da ist der Stahl vom Beton noch gar nicht dabei und die Chemie auch nicht. Die Bauindustrie ist der Wirtschaftszweig, der am meisten Rohstoffe der Erde entnimmt. 50% aller Rohstoffe, die die Menschheit der Erde entnimmt, wandern in die Bauwirtschaft. Und dann gibt es genaue Analysen, wo der Müll herkommt, den wir Menschen einfach irgendwo hinschmeißen, einbutteln, der nächsten Generation überlassen. 60% des weltweiten Müllaufkommens kommen aus der Bauwirtschaft. Angesichts dieser Zahlen ist es nimmer nur Romantik, sich den Bäumen zuzuwenden. Und angesichts dieser Zahlen, dann machen wir es weiter, brauchen wir Lösungen, wo wir Häuser bauen, die unserem Herz so gut tun, wie der Kindergarten da drüben und unsere Gesundheit, die aus der Natur kommen und die wir respektvoll und verantwortungsvoll wieder dorthin zurückgeben können. Das ist das, was wir brauchen. Und das ist meine Botschaft, die ich heute mitbringen wollte. Ich hoffe, es ist mir gelungen.